Ich würde sagen, dass wir erstmal allerdings Aktivitäten untersuchen, bla bla. Ein Baum wächst in New World, finde die Biosensoren. Werde ich erstmal weitermachen. Bevor wir uns irgendeiner anderen Aktivität widmen, würde ich sagen. Geschäftsdistrikt. Tschüss, Sarah. Dann fahren wir einfach ohne sie weiter. Ach, schön. Ja, ich glaube, du musst die nächste Bahn nehmen. Erreiche Level 5. Was habe ich jetzt? Einfach nur durch wegen Erkunden oder weswegen? Ja, nun. Warte, ich mache mal die Filmkörnung aus. Das, ich glaube, das stört mich so ein bisschen. Anzeige. Schärfentiefen. Okay. Das ist besser. Aber wir gucken nochmal, ob. Ja. Filmkörnung ist weg. Super. Punkte rufen Sie ab, bevor Sie weg sind. Keine Ahnung, was du meinst, Xbox. Warte mal, ich habe doch. Finde die Biosensoren, ja. Warum soll ich jetzt zu ihnen? Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Eier? Was für Eier? Ich suche aber Biosensoren. Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Okay. Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Ich habe so das Gefühl, dass Miss Seng, also dass das keine Eier sind, die Miss Seng Seng kauft, sondern die Biosensoren. Und ich weiß ja nicht, wieso. Glaube ich zumindest, dass das so der Fall ist. Ich weiß ja nicht wieso. Es hat Jahre gedauert. Das sieht schon. Was? Security, Bürger. Bürgermüssen. Okay, okay. So, okay. UC Vertriebszentrum. Das ist Miss Seng. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen genehmigt werden, was einige Wochen dauern kann. Wir bitten um Verständnis. Willkommen im UC Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Das hast du sehr schön aufgesagt. Zwei Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Ich würde gerne sehen, was du. Du hast neulich einen Jungen ein Ei abgekauft. Das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das geht dich gar nichts an. Oh, wirklich? Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. 100 Credits, komm. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Was hast du denn im Angebot? Selbstverständlich. Okay. Sie verkauft... Was ist denn? Sidestar? Okay, ist eine
Pistole. Okay, okay, okay. Laserpistole. Da. Gut, wir haben allerdings auch schon ein paar Credits. Nee, Munition nicht. Waffen. Da wollte ich mal gucken. Die Marschung können wir verkaufen. Die könnten wir eigentlich auch verkaufen, weil wir, die haben wir. Und ich glaube, den brauchen wir. Kaliber 27. Haben wir überhaupt Kaliber 27? Haben wir. Ist auch die einzigste Waffe, die wir damit bedienen können. Extra Kapazität, das ist ein einfaches Boost Pack. Einfaches Boost Pack. Ja. Ist jetzt eine sehr gute Frage. Helme haben wir auch nur einen. Das werden wir definitiv noch brauchen. Was haben wir bei. Wieso habe ich. Den können wir wegmachen. Und das da. Klebeband braucht auch keiner scheinbar. Aber die hier brauchen wir. Was machst du hier eigentlich? Außer den Kunden ein freundliches Gesicht für ihre Interaktion zu bieten? Ja, genau. Der Name sagt alles. Wir vertreiben Materialien und Produkte in den gesamten United Colonies. Es gibt immer etwas zu tun und daneben noch vier andere Dinge gleichzeitig vorzubereiten. Ich weiß, manche Leute glauben das nicht, aber wir tun wirklich, was wir können. Sonst würde ich nicht mehr hier arbeiten. Okay. Zurück ans Werk. Genau, zurück ans Werk. Können wir eigentlich auch hier hinter die Tür öffnen? Können wir. Wir könnten sogar. Guten Tag. Ich würde mich nur umgucken, was hier so hinten ist. Würde nichts mitgehen lassen. Gut. War es das oder? Unfassbar, dass die UC uns einfach abgeschrieben hat. Warum? Was haben wir hier für ein Terminal eigentlich? Ryogen Industry Automat. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten von. Was? Über uns? Unser Ziel, heute die beste Qualität, Quality of Life Technologie von morgen anzubieten. Seit seiner Gründung ist Ryogen Industries im technologischen Bereich führend. Wir streben nach permanentem Fortschritt, denn es gibt immer Raum für Verbesserungen. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Ryogen Industries wurde im Jahr 2307 von Rai de Carus und Itaro Saito gegründet. De Carus hatte davon geträumt, ihr Wissen und ihre Erfahrung als Biotechnologie-Ingenieurin zu nutzen, um das tägliche Leben zu verbessern. Als sie den Geschäftsmann Itaro Saito traf, dauerte es nicht lang, bis Ryogen Industries gegründet wurde. Ryogens erstes Produkt basiert auf der neurologischen Forschung von De Carus und entpuppte sich bald als enormer technologischer Durchbruch. Der Neuroamp, die Neuroamps brachten Ryogen an die Spitze der Technikindustrie und garantierten auch in den folgenden Jahren die Position der Firma als eine der führenden Größen in der Branche. Doch Ryogen Industries ruhte
sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und begann bald, in andere Bereiche der Technikwelt einzusteigen. Im Jahr 2310 wurde Taiyo Astroneering Teil der Familie und ist auch heute noch ein führender Hersteller und Designer von Raumschiffen. Um für die wachsende Firma eine Heimat zu schaffen, arbeiteten die Karys und Saito mit Benjamin Bayou zusammen und verwirklichten den riesigen Ryujin Tower. Diese enorme Unternehmung symbolisierte die enge Beziehung zwischen Ryujin Industries und der Stadt Neon. Während Ryujin Industries zeigt, dass Neon mehr als nur eine Stadt des Vergnügens ist, ist die Stadt selbst einer der Vorzüge, den das Personal von Ryujin genießt. Mit der Zeit stießen auch Aboron, Drone und zur Ryujin-Familie hinzu. Diese Tochterunternehmen stärken Ryujins Position auf dem Markt und helfen der Firma, mehr und mehr Aspekte des Lebens mit ihrer Technik zu bedienen. Heute ist Ryujin Industries noch immer ein Industrieführer und die Erfolge unserer Vergangenheit tragen uns, während wir den Blick in die Zukunft richten. Bewerbung. Willkommen im Bewerbungsbereich von Ryujin Industries. Um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten. Arbeitserfahrung. Puh, über wie viele Jahre Erfahrung verfügst du in Assistenzpositionen oder in Unternehmen? Fünf bis neun Jahre? Wie vertraut bist du mit Ryujin Industries und seinen Produkten? Grundlegende Kenntnisse. Wie gut kannst du am Computer tippen und Dateien verwalten? Sehr gut sogar. Welchen Bildungsabschluss hast du? Allgemeine Hochschulreife, Universität, Bachelor, Universität, Master oder höher? Einen wunderschönen guten Tag, Gretchen. Wie geht's dir heute? Wir haben einen Bachelor. Bist du vorbestraft? Nein. Deine Bewerbung ist nun vollständig. Um deine Bewerbung offiziell einzureichen, wähle bitte unten Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antworten nicht mehr ändern. Bewerbung einreichen. Danke für deine Bewerbung. Bitte melde dich für dein Bewerbungsgespräch bei Imogen Salzo in der Operationsetage im Ryujin Tower in Neon. Okay. Technologischen Sprung hin? Ryujin Industries kann dir helfen. Fülle noch heute eine Bewerbung aus und werde Teil der fortschrittlichsten Technologie. So, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Aber das muss ich hier gucken. Bin ich noch gut zu verstehen? Gretchen, das kannst du mir am besten sagen, weil ich habe mich gerade ein bisschen anders hingesetzt. Bisschen aufrechter. Und es kann sein, dass ich da vielleicht so eine Schwankung in der Lautstärke meiner Stimme habe. Ich bin mir aber dessen nicht sicher. Deswegen, vielleicht ist ja auch alles gut. Alles tutti. Aber wäre schön, wenn du mir das sagen könntest. So, dann gehen wir mal zu ihm hier. Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Ich stell dir vor, was er alles erlebt hat. Hallo da. Hey, Gretchen. Ich hab halt deine Sensoren. Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay. Super. Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Und noch einen Moment. Alles klar. Es funktioniert, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Was musst du mir sagen? Das bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Ja.
Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Fragst dich noch was? Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Das klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Naja, aus einer bestimmten Perspektive. Auf zugegebenermaßen egoistische Weise. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Okay. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Wie kann ein Baum sowas erzeugen? Ich muss mich mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Und Gretchen, hattest du mitbekommen, was ich dir gesagt hatte? Beziehungsweise dich gefragt hatte? Okay, schau später. Die Daten von den Biosensoren sprechen für sich. Okay, also sprich, wir müssen später nochmal hin. Ah, okay, ich meinte, ob mit, dadurch, dass ich mein Mikro gerade ein bisschen, beziehungsweise mich aufrecht hingesetzt habe, beziehungsweise ein bisschen aufrechter, sagen wir es so, ist die Position, wie ich es ins Mikro spreche, glaube ich, ein bisschen anders. Und da wollte ich einfach nur wissen, ob ich zwischenzeitlich ein bisschen lauter, leiser bin, ob alles gut ist. Genau, das war das, was ich wissen wollte. Rucksack Highschool, nee, wir nehmen dich hier. Der Rest, der kann eigentlich weg. Das ist schön, vielen lieben Danke. Das freut mich und ist schön zu hören. Hast du denn gut geschlafen? So, dann können wir eigentlich... Schau später nochmal vorbei, untersuche ein paar Zelle. Das wollte ich mal machen. Sprich mit Sergeant Yumi. Erst machen wir mal das. Das ist schön, es freut mich. Das ist super duper. So, wir machen uns zum Raumhafen unterwegs. Und sie steht wieder... Wir fahren einfach in getrennt, würde ich sagen. Und ja, zu der Frage mit dem Baum, ja. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Net wird mir immer noch übel. Warum wird das bestimmt, weil sie Net so schnell fährt? Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Das ist eine sehr gute Frage über so welche so eine Art von Kunstzeichen nie. Entgegen den Gerüchten sind die Leute von der UC Security in Ordnung. Und Sergeant Yumi ist ein alter Freund von mir. Mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Gibt was Neues. Was denn? Eine Schlägerei im Dawn's Roost. Die Security hat sich drum gekümmert. Aber jetzt sagt einer... Der andere hätte seinen Ehering gestohlen. Er ist aber abgehauen, ohne den Täter zu identifizieren. Frag also Royce Elgin, Dawn's Roost, ob er den Typen kennt. Alles klar. Lässt sich machen. Gut. Melde dich, wenn die Sache geklärt ist. Alles klar, mache ich. Soll ich sonst noch was über den Fall wissen? Dem Gast zufolge ist der Ring wertvoll. Und damit ist wohl kein sentimentaler Wert gemeint. Normalerweise ist man zu Tode betrübt, wenn man ein wichtiges Andenken verliert. Dieser Typ wirkte aber so, als hätte er ein paar Credits verloren. Okay.
Okay, vielleicht hat er es selbst nur geklaut. Wer weiß. Gut, dann machen wir das. Dann kümmern wir uns mal um das Unterdeck, glaube ich. Wir können noch einen Skillpunkt vergeben. Wäre jetzt die Frage... Warte mal, ich würde gerne mal was... Ah. Ich habe meinen Anzug auch gar nicht an, aber das ist prinzipiell nicht weiter tragisch. Regeneriert 10% zusätzliche Gesundheit. Ich glaube, das mit den Gewichtthemen wäre noch ganz gut. Das sollten wir definitiv tun. Rangaufstieg. Hallo? Sprinte 1000 Meter, während du mindestens 75% deiner maximalen Tragekapazität nutzt. So kann ich hier... Okay, wir haben jetzt quasi Rang... Aber wieso haben wir keinen Skillpunkt verloren? Oder hatten wir zwei Skillpunkte? Was haben wir hier noch? Beim Durchsuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzlich Credits findest. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil zusätzliche Credits kann man immer gebrauchen. Würde ich zumindest so sehen. Guten Abend. Ja nun, danke für die Erklärung, Welchen. Hoffentlich genießt du deinen Wieder was dazugelernt. Ja, tue ich. Das Essen hier ist einfach unvergleichlich. Ich. Sobald du es mal gekostet hast, stimmst du sicher zu. Ja, aber ich bin eigentlich wegen der Schlägerei hier. Ah, ein unglücklicher Vorfall. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Ich bin zwar nicht komplett im Bilde, doch Hugo und Octavio speisen hier häufiger. Umso überraschter war ich von ihrer Auseinandersetzung. Hm. Weißt du etwas über einen geklauten Ehering? Ich kann keinen Diebstahl bezeugen. Wenn ich mich recht erinnere, trugen beide Männer Ringe. Kannst du die Gäste beschreiben? Nun, der Bestohlene ist Octavio. Er ist nicht allzu groß, attraktiv und kultiviert. Sein Lieblingsgericht ist The Saint. Ich glaube, er findet... Der andere ist Hugo Fournier. Groß, schlank und mit französischem Flair. Gibt viel Trinkgeld. Ein Hitzkopf mit gutem Benehmen. Ich würde ja gerne mal fragen, ob er mit erstgenannten Techtelmechtel hatte. Haben die zusammen gegessen? Oh ja, sehr oft. Ihr Tisch stand weiter hinten. Sie bestanden auf den traditionellen Rahmen. Musik, Kerzen, Wein. Du weißt schon. Diesmal jedoch begannen sie sofort sich zu streiten. Zum Glück schritt die Security ein, bevor jemand verletzt wurde. Also entweder sind es beides Partner, also Partner im Sinne von Geschäftspartner, oder Partner im Sinne von Beziehungspartner. Eins von beiden. Ja, ich nehme gerne auch ein. Ich mache mir auch gleich noch einen Kaffee. Glaube ich. Angeblich, ich hatte was geklaut. Das wäre dann der schlankere von beiden, Hugo Fournier. Er verschwand nach dem Eintreffen der UC Security.
Er lebt im Athena Tower. Da würde ich anfangen. Kann sein, dass er bald auscheckt. Alles klar. Schönen Tag wünsche ich. Ebenso. Dann gehen wir mal in den Tower gucken, würde ich sagen. Wobei ich mir nicht sicher wäre, ob ich in so einem Tower leben wollen würde. Nach einer Stunde jammern sind sie endlich hier draußen. Sollten sie nicht spielen? Aber nun gut. Ist er das nicht so? Hallo? Oh, dieser Octavio ist unfassbar. Dieser Lügner. Manipulator. Dieser... Ja. Lass ruhig Dampf ab. Dieser lügende, fremdgehende Haufen Dorngleiderkötel. Am liebsten würde ich ihn an ein Schiff binden und damit in die nächste Sonne springen. 5 Jahre waren wir zusammen, eine halbe Dekade. Und er wirft alles weg für diesen Kellner. Habe ich mir schon fast gedacht. Dein Ex behauptet, du hättest den Ring gestohlen. Ja, das passt zu ihm. Aber wenn du mich fragst, gehört er mir. Er schenkte ihn mir zur Verlobung. Er steht ihm nicht mehr zu. Prinzipiell hat er damit sogar recht. Finde ich auch. Hier hat kein Verbrechen stattgefunden. Ich sage, lass mich darüber nachdenken. Also, prinzipiell würde ich Ihnen recht geben. Schön, dass du es einsiehst. Mit diesem Ring werde ich eine schöne, lange Reise durch die besiedelten Systeme bezahlen. Ich kann dir Fotos davon schicken. Erstatte Sergeant. Ja, machen wir. Was er dann schlussendlich damit macht, ist dann sein Bier. Aber sagen wir es so, ich würde es als Pfand, ja nicht Pfand, Pfand ist das falsche Wort, als Bezahlung ist auch falsch, wie sagt man denn am besten dazu? Auf jeden Fall als Tribut dafür nehmen, dass erstens sein Partner ihm fremdgegangen ist und zweitens, weil er ihn verlassen hat, wegen oder umgekehrt. Oder er hat ihn, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall, wenn man jemanden einen Verlobungsantrag macht, also beziehungsweise Heiratsantrag, daraufhin ist man ja verlobt und so und hat halt Verlobungsring, lalala, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man es auch ernst meint und nicht mit dem nächstbesten die Kiste hüpft. Sollte man meinen. So. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Officer? Ich habe die Ermittlungen in Sachen Kampf beendet. Ah, perfekt. Hast du den Ring? Nö. Der Ring war nicht geklaut, er war ein Geschenk. Ach, wirklich? Ich hätte wissen sollen, dass diesem Säufer nicht zu trauen ist. Meine Schuld. Ich will keine Namen nennen, aber manche in dieser Stadt behandeln uns wie ihre private Security. Aber so ist das halt. Mal schützen und mal dienen wir. So oder so wirst du für deine Arbeit bezahlt. Sehr schön. Ja, das hast du dir verdient. Oh, 2000 Credits nehme ich gerne. Oh oh. Hilfe. Hilfe. Bin ich hier? Du siehst mich nicht. Guten Tag. Können Sie mich beschützen? Oh oh. Hat er mich gesehen? Bei Vectera, bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich?
Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Ich habe mich der Constellation angehört, also bin ich wohl kaum ein leuchtender Stern. Du bist auf jeden Fall der hellste und größte Stern weit und breit. Da gibt's kein Vielleicht. Für sowas habe ich ein Auge, aber bei dem Heiligenschein ist das ja auch nicht schwer zu erkennen. Obwohl ich erst nicht wusste, ob das nur das Licht ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Er hatte nur gerade meine Angelegenheiten im Kopf, also du auf mich zukommst. Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Willst du sagen, dass ich dich aufgespürt habe und dir den ganzen Weg hierher gefolgt bin? Leicht. Wer wäre denn so verrückt? Dann hätte ich doch wissen müssen, wie du aussiehst. Jetzt weiß ich es. Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn du deiner Kuh den riesigen Fan zuweist, wird er... willkommen an Bord. Du wirst es nicht bereuen. Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinem Schiff und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder... okay. Bestätigen. Bestätigen. Ja. Riesiger Fan.